auch die Tatsache, dass wenn es keine Fortschritte in den Fragen gibt, die wir noch zu lösen haben, dass dann natürlich weiter auch die Möglichkeit von Sanktionen, auch schwereren Sanktionen der Stufe 3 auf dem Tisch liegt. Denn wir können uns eine weitere Destabilisierung im Zusammenhang mit der Ukraine nicht leisten. Aceasta este prima întrunire a liderilor celor mai industrializate țări din lume după anexarea Crimeei de către Rusia. C'est pourquoi le G7 a indiqué que le dialogue, la désescalade, le processus né des élections devait être forcément encouragé. Mais qu'en même temps, les pays du G7 étaient prêts, si la situation l'exigeait, à intensifier les sanctions ciblées et à les mettre. Summitul G7 va continua astăzi la Bruxelles.